Schlund des Abgrunds. Bevor ich hier wirklich auf den Bibeltext eingehe und dir die Lehren aus diesem Kapitel erkläre, möchte ich dir erstmal ein paar Wörter erklären, ein paar Begriffe dir erklären. Und das ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, denn wir wollen nicht dumm bleiben. Ja? Wenn du in die Baptistenkirche zuverlässiges Wort gehst, dann wirst du etwas lernen. Nicht nur oberflächlich ein bisschen was lernen, sondern du wirst über alles Mögliche etwas lernen. Denn die Bibel ist ein komplexes Buch. Die Bibel behandelt sehr viele Themen. Die Bibel ist sprachlich zum Teil auch ziemlich komplex, je nachdem, was wir für ein Buch lesen. Die Offenbarung ist sprachlich weniger komplex. Aber es gibt ja auch einige Wörter, die ich erklären sollte. Und das ist meine Aufgabe als Prediger, dir dabei zu helfen, die Bibel zu verstehen. Es ist nicht so, dass du die Bibel nicht ohne mich verstehen könntest, aber ich will dir dabei helfen. Das ist meine Aufgabe als Prediger. Der Schlund des Abgrunds. Was ist das? Nun lass mich dir ein Beispiel geben. Wenn wir sagen, das Pult der Kirche, was meinen wir damit? Damit meinen wir das Pult, das zur Kirche gehört. Okay? Wenn ich einfach sage, ein Pult, dann können wir fragen, ja, welches Pult meinst du? Ja, ich meine das Pult der Kirche Faithful Word Baptist Church. Damit ist klar, dass ein bestimmtes Pult gemeint ist, das zur Kirche Faithful Word Baptist Church gehört. Das ist einfach nur ein Beispiel, das ich dir geben möchte. Das ist nicht, was Schlund des Abgrunds bedeutet. Aber ich möchte dir aufzeigen, dass wir den Genitiv im Deutschen auf verschiedene Art und Weise verwenden. Der Genitiv im Deutschen bedeutet nicht immer dasselbe. Wenn wir den Genitiv nutzen, wie gerade in dem Beispiel Pult der Kirche, dann meinen wir das Pult, das zu einer bestimmten Kirche gehört, nicht wahr? Dagegen Schlund des Abgrunds, damit ist nicht der Schlund gemeint, der zum Abgrund gehört. Denn lass mich dir ein anderes Beispiel geben aus dem Deutschen, das du kennst, das du einfach verstehen wirst. Was ist mit ein Mann der Ehre? Wenn wir sagen, ein Mann der Ehre, bedeutet das, dass der Mann zur Ehre gehört? Nein, in dem Fall nutzen wir den Genitiv auf eine andere Art und Weise, nicht wahr? Und ich denke, das ist relativ einfach verständlich, denn das Pult der Kirche, versteht jeder, das Pult, das zur Kirche gehört. Mann der Ehre, versteht jeder. Das ist nicht ein Mann, der zur Ehre gehört, sondern es ist ein Mann, sondern der Mann wird charakterisiert durch die Ehre. Das heißt, der Ehre, das Wort Ehre im Genitiv beschreibt den Mann. Sprich, man könnte anders sagen, es ist ein ehrenwerter Mann oder wie die coolen Kids heutzutage sagen, Ehrenmann, nicht wahr? Also ein Mann der Ehre ist nicht ein Mann, der zur Ehre gehört, sondern die Ehre beschreibt den Mann. Hier wird der Genitiv wie ein Adjektiv verwendet, um den Mann zu beschreiben. Es ist ein ehrenwerter Mann. Und genau dasselbe passiert hier, wenn wir lesen von dem Schlund des Abgrunds in Offenbarung Kapitel 9, Vers 1 und den nachfolgenden Versen. Der Schlund des Abgrunds, das ist nicht der Schlund, der zum Abgrund gehört, sondern es ist ein abgrundtiefer Schlund. Der Abgrund beschreibt den Schlund, wie der Schlund ist. Es ist ein abgrundtiefer Schlund. Nun, du könntest sagen, ja, das ist ja doppelt gemoppelt ausgedrückt sozusagen. Ich meine, Schlund ist doch sowieso schon eine tiefe Öffnung. Warum dann abgrundtiefer Schlund? Nun, das ist eben gerade der Punkt, dass es etwas doppelt gemoppelt ist. Ja, das ist eine Hyperbel, das ist eine Übertreibung, das ist ein Stilmittel. Es ist nicht einfach ein Schlund, sondern es ist ein abgrundtiefer Schlund. Wie gesagt, wenn ich an das Wort Schlund denke, vielleicht hast du da eine andere Vorstellung im Kopf, aber ich denke automatisch daran, wie wenn jemand sich eben viel Essen runterschlingt. Wenn er sich andauernd Essen reinstopft und er hört gar nicht auf. Er stopft so viel Essen in seinen Schlund. Dann denke ich eben an eine tiefe Öffnung, die gar kein Ende hat. Aber Schlund des Abgrunds, das betont, wie tief dieser Schlund ist. Das ist ein abgrundtiefer Schlund. Und das ist eine Hyperbel, das ist ein Stilmittel, das wir sehr oft in der Bibel finden. Das ist ein sehr typisches Stilmittel für die Bibel. Lass mich dir ein anderes Beispiel geben. 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 8, da sagt die Bibel, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Also flammendes Feuer. Es ist nicht so, dass die Bibel uns unbedingt sagen muss, dass Feuer Flammen hat. Natürlich hat Feuer Flammen. Warum sagt die Bibel flammendes Feuer? Nun, es ist eine Hyperbel, es ist eine Übertreibung. Es ist flammendes Feuer. Im Deutschen sagen wir auch loderndes Feuer, nicht wahr? Das ist auch eine Übertreibung. Man muss es eigentlich nicht sagen. Natürlich lodert Feuer, ja, Feuer brennt. Aber es ist eben nicht einfach irgendein Feuer, sondern es ist loderndes Feuer. Es ist noch extremer, es ist noch dramatischer. Nun, ich möchte dir ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Wie zum einen hier in 2. Thessalonicher 1, Vers 8 steht, in flammendem Feuer, in diesem Beispiel, das ich gegeben habe. Zum anderen steht in Offenbarung 9, Vers 1 und den anderen Versen, Schlund des Abgrunds, aber nicht ein Schlund gemeint, der zum Abgrund gehört, sondern es ist ein abgrundtiefer Schlund gemeint, genauso wie flammendes Feuer. Was geht hier vor sich? Nun, im Griechischen steht in 2. Thessalonicher 1, Vers 8, würde man das direkt übersetzen, Feuer der Flamme. Nur das Ding ist, das macht natürlich im Deutschen keinen Sinn. In Feuer der Flamme.
Das klingt bescheuert, niemand würde das verstehen, in Feuer der Flamme. Sondern, was ist damit gemeint? In flammendem Feuer. Das heißt, der Flamme beschreibt das Feuer. Und es ist nicht so, dass man irgendwie zum Griechischen zurückgehen muss, um das zu verstehen. Aber ich will dir das einfach aufzeigen, denn das ist etwas, was nicht so typisch ist im Deutschen. Wir haben auch Beispiele im Deutschen, es funktioniert, diese Konstruktion auch im Deutschen. In manchen Fällen, aber eben nicht in allen Fällen. Zum Beispiel Feuer der Flamme macht für uns keinen Sinn. Deswegen heißt es flammendes Feuer im Deutschen, weil das Sinn macht. Schlund des Abgrunds würde vielleicht noch gerade so funktionieren, aber es ist halt einfach eine sehr direkte Übersetzung aus dem Griechischen, Schlund des Abgrunds. Das ist buchstäblich, nahezu wortwörtlich, was im Griechischen steht, Schlund des Abgrunds. Und das funktioniert vielleicht noch einigermaßen im Deutschen. Wir haben aber Beispiele wie Mann der Ehre, was definitiv funktioniert im Deutschen, wo wir verstehen, dass die Ehre den Mann beschreibt, ist ein ehrenwerter Mann. Und angesichts dessen, dass die Bibel sehr oft, oder ich sollte vielleicht besser sagen, dass das griechische Neue Testament sehr oft diese Konstruktion verwendet, den Genitiv verwendet, um ein Wort zu beschreiben, wie mit einem Adjektiv zu beschreiben, wie zum Beispiel flammendes Feuer. Angesichts dessen, dass das griechische Neue Testament so oft diese Konstruktion verwendet, kann ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass mit Schlund des Abgrunds nicht irgendwie der Schlund gemeint ist, der zum Abgrund führt oder so etwas, sondern damit ist ein abgrundstiefer Schlund gemeint. Abgrund beschreibt den Schlund. Und Schlund des Abgrunds, ich bin mir sicher, dass viele Leute das falsch verstehen. Du kannst es im Deutschen richtig verstehen. Ich will nicht damit sagen, dass du das nicht richtig verstehen kannst im Deutschen. Aber wie gesagt, als Prediger will ich dir helfen, die Bibel besser zu verstehen. Ist einfach eine Hilfe, soll das für dich sein, okay? Schlund des Abgrunds meint abgrundstiefer Schlund. Und wir sehen das so oft. Ja, würdest du das griechische Neue Testament lesen, siehst du so oft, dass eben diese Konstruktion mit dem Genitiv verwendet wird, um ein Wort zu beschreiben, wie mit einem Adjektiv. Und ich versuche das möglichst einfach auszudrücken. Und angesichts dessen handelt es sich hier definitiv um einen abgrundstiefen Schlund. Und es gibt, also ich denke mir das nicht aus, was ich hier sage, es gibt Bibelübersetzungen, moderne, korrupte Bibelübersetzungen, die einfach, die daraus machen, einen Schacht, der zum Abgrund führt zum Beispiel. Sowas habe ich gelesen. Der Schacht, der zum Abgrund führt. Also im Deutschen kann man das eben falsch verstehen. Was diese Bibelübersetzer nicht verstanden haben, ist, dass diese Konstruktion im Griechischen verwendet wird, um den Schlund zu beschreiben. Es ist nicht der Schacht irgendwie, der Schacht, der zum Abgrund führt, sondern es ist ein abgrundtiefer Schlund gemeint. Und wie gesagt, Schlund des Abgrunds ist nicht so, dass es gar nicht funktioniert im Deutschen. Ich will dir einfach nur helfen, das besser zu verstehen. Was ist damit gemeint mit dem Schlund des Abgrunds? Es ist natürlich die Hölle gemeint. Ich denke, das ist nicht etwas, was ich lang und breit erklären muss. Wenn wir sehen, dass der Schlund des Abgrunds geöffnet wurde, Rauch steigt empor aus dem Schlund des Abgrunds, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Es ist natürlich die Hölle damit gemeint. Immer wieder wird die Hölle in der Bibel als Grube beschrieben, als Abgrund. Oder hier eben mit dieser Übertreibung, Schlund des Abgrunds, ein abgrundstiefer Schlund. So abgrundtief, ja, du kannst gar nicht bis zum Boden schauen. Es ist ein abgrundstiefer Schlund. Ein Schlund an sich ist schon tief, aber er ist abgrundstief. Seine Übertreibung. Immer wieder wird die Hölle so beschrieben. Natürlich wird die Hölle auch als Schmelzofen beschrieben, als Feuerofen beschrieben. Du schlägst Jesaja Kapitel 14 auf. Jesaja Kapitel 14 in 4. Mose 16, Vers 31. Das lese ich dir vor, während du Jesaja Kapitel 14 aufschlägst. Da heißt es, und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und alle Menschen, die Kora anhängen und all ihre Habe. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten und die Erde deckte sie zu. So wurden sie mitten aus der Gemeinde verzückt. Also Korah und seine Rotte, sie haben sich aufgelehnt gegen Moses, somit aufgelehnt gegen den Herrn, gegen die gottgegebene Autorität damals. Und sie wurden verschlungen von der Erde. Sie fuhren lebendig in die Grube. Sie fuhren lebendig in die Hölle hinab. Wenn die Schlachter 2000 hier sagt Totenreich, damit ist die Hölle gemeint. Das ist einfach nur ein anderes Wort. Das ist die Hölle damit gemeint. Sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich, in die Hölle. Mit allem, was sie hatten. Genauso in Offenbarung Kapitel 9, Vers 1 sehen wir, dass der Schlund des Abgrunds geöffnet wird. Es tut sich dieser Schlund auf, dieser abgrundtiefe Schlund. Rauch kommt hervor und damit ist die Hölle gemeint. Die Hölle befindet sich laut der Bibel im Herzen der Erde, im Mittelpunkt der Erde. Warum kommt Rauch hervor? Nun, was befindet sich im Mittelpunkt der Erde? Feuer und Schwefel. Wie wird die Hölle beschrieben? Feuer und Schwefel. Also das ist natürlich kein Zufall.
Sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten, und die Erde deckte sie zu. Warum heißt es hier, dass sie lebendig hinunterfuhren? Nun, weil das nicht wie Normalität ist natürlich. Wenn jemand stirbt heutzutage, dann fährt seine Seele erstmal zur Hölle. Sein Leib wird nicht auferstehen bis nach dem tausendjährigen Reich. Und dann wird er mit Seele und Leib in den Feuersee geworfen. Was hier die Besonderheit war, dass sie mit ihrem Körper lebendig zur Hölle hinunterfuhren, in die Grube fuhren. Jesaja Kapitel 14, schau dir Vers 14 an, da heißt es, das heißt über Luzifer im Kontext, über den Teufel: Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Vers 15, doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Hier sehen wir eine gute Definition von dem Wort Grube oder Abgrund, Schlund des Abgrunds, ein abgrundtiefer Schlund. Was ist damit gemeint? Es ist damit die Hölle gemeint. Das ist eine gute Definition, die wir hier in der Bibel selbst finden. Matthäus Kapitel 13, Vers 41, wenn du das schnell aufschlagen kannst, ich will dir diesen Vers vorlesen, Matthäus 13, Vers 41, die Hölle wird immer wieder beschrieben als Grube, als Abgrund, als Feuerofen. Matthäus 13, Vers 41, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Übrigens interessant, wieder dieselbe Konstruktion würden wir hier im Griechischen finden, wo es der Ofen des Feuers ist. Nun, das würde man noch verstehen im Deutschen. Das funktioniert. Ich sage nicht, dass diese Konstruktion gar nicht im Deutschen funktioniert. Aber oftmals muss man das anders ausdrücken in einer Übersetzung, wie zum Beispiel, wie die Schlachter das vollkommen korrekt gemacht hat. Flammendes Feuer in 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Hier ist Feuerofen. Versteht man zu 100%. Man könnte genauso gut aber auch sagen, feuriger Ofen. Das ist, was damit gemeint ist. Also, die Hölle wird wie beschrieben? Als feuriger Ofen. Es ist loderndes, flammendes Feuer, ein feuriger Ofen. Es ist der Schlund des Abgrunds, unfassbar tief. Was für eine schreckliche Vorstellung. Dieser Schlund des Abgrunds öffnet sich zu Beginn von Offenbarung Kapitel 9, wenn der fünfte Engel in die Posaune stößt.